Den Schützen wird künftig weniger Geld zugewiesen. Im Jubiläumsjahr 2009 erhielt der Schützenbund 154.000 Euro, heuer nur 119.000. Im Zuge der Sparmaßnahmen, die viele Vereine und Verbände treffen, müssen auch die Schützen künftig kürzer treten. Landeshauptmann Durnwalder rief die Schützen auf, von politischen Aktionen Abstand zu nehmen und keine Parteipolitik zu betreiben. Ein Aufruf, der von den Betroffenen selbst und auch von den Freiheitlichen als schwerer Schlag gegen die Unabhängigkeit der Schützen zurückgewiesen wird. Der Schützenbund solle sich auf seine kulturelle Tätigkeit besinnen und dürfe sich von keiner Partei vereinnahmen lassen, sagt der Landeshauptmann, selbst stolz beim Schützenbund zu sein, der aber frei von Parteipolitik bleiben müsse. Unterstützt würden grundsätzlich kulturelle Veranstaltungen, aber keine politischen. Es haben sich in letzter Zeit verschiedene Dinge ereignet, wo man sagt, das hat eigentlich mit Kulturpolitik wirklich nichts mehr zu tun. Ob es, wenn Aufmärsche organisiert werden und eventuell auch bezahlt werden oder wenn verschiedene Aktionen gemacht werden, die eigentlich mehr politische Willensäußerungen sind, aber nicht so sehr kulturelle Tätigkeit. Und ich glaube, es ist richtig, dass man zwischen dem einen und dem anderen unterscheidet. Politische Vereinnahmung, Rechtsruck, die Schützen weisen derartige Vorwürfe zurück. Sie würden auch weiterhin keine Partei unterstützen, auch nicht die SVP, sagt ihr Kommandant Elmar Thaler, der die Kürzungen als Beruhigungsmanöver für die italienische Wählerschaft sieht. Die Linie des Südtiroler Schützenbundes ist seit Jahren dieselbe. Wir betreiben keine Parteipolitik, sondern wir betreiben, wenn schon, Volkstumspolitik. Wenn auch andere Vereine gekürzt werden, dann stehen wir dazu. Da müssen wir natürlich auch unser Schärflein dazu beitragen. Ich möchte aber nicht Teil des Wahlkampfprojektes von unserem Landeshauptmann werden. Auch die Freiheitlichen werfen Durnwalder vor, die Schützen einschüchtern zu wollen. Außerdem sei die Aufforderung an die Schützen, sich politisch zurückzuhalten, lächerlich. Schließlich unterstützten andere Verbände wie Bauernbund und HGV offen den Wahlkampf der SVP.